Also die Comments heute sind übrigens Ausrufezeichen Soleil, Ausrufezeichen 8-Ball, Ausrufezeichen Love. So. Was hat Funk geschrieben? Moment. Wo ist der Funk? Elfling? Ach so, ja, wenn man Timeout kriegt, wird man zu viel spammt. Also Elflin hat schon recht. Aber das ist echt nach einer Weile nervig. Ich zeige Pan gerne, wie man Outlast spielt. Ich speedrun das Spiel. Kein Scherz. Ach, Funk. Ja. Der Funk, der gesagt hat bei PT, PT, was ist das? Ja, spiele ich. Ha. Okay, gucken wir mal, wie weit der Download ist. Download, das braucht noch 6 Minuten. Und dann sind wir am Start. Dann installiert Steam aber wahrscheinlich wieder das erste Mal installieren, bla bla. Pan, denk doch an die Gefühle deiner Fuse. Sie vermisst dich doch ganz schrecklich. Ja, aber ich habe meinen Frieden mit der Fuse gefunden. Ich habe meinen Frieden mit ihr gefunden. Ja, ich guck nochmal auf Twitter. Da hat er sich in was reingeritten, ja. Das ist, also der Bram, der hatte ja auch versprochen, dass er ja eigentlich noch, also nicht versprochen, aber hier so, ne, dass er PT spielt. Da muss jeder mal durch. Ist wie ein 24-Stunden-Stream, das muss jeder mal machen. Was hat er geschrieben, der Funk? Ich speedrun das wirklich. Niemand glaubt mir. Gemeine, fiese, niederträchtige, böse Welt. Habe ich schon im Stream, länger her, aber das gibt es. Ja, dann fange ich. Genau, fang. Wann? Entschuldigung. Wann streamst du nochmal Pineview Drive? Pizza mit, ich werde es noch tun, Bram. Okay, da habt ihr es gelesen. Bram will noch PT spielen. Und Bram kann nicht auf Horrorspiele, hat er mir gesagt. Und er will PT spielen. Ja. Da, ja. Ich meine, die Leute, die PT kennen, die wissen ja vielleicht, was das Samstagplan. Okay, alles klar. Stream Samstag weiter PT. Und wie gesagt, Leute, ne, die PT kennen, die wissen ja, dass das eigentlich ein Spiel mit ganz vielen Blümchen ist. Dass es gar nicht schlimm ist. Das ist gar nicht, überhaupt gar nicht schlimm. Bram crust durch das Spiel, ohne Spaß. Mutig, Bram, mutig. Bram, das wird nicht leicht für dich. Oh, PT ist so böse. Nee, ich bin noch nicht Twitch-Partner. Ich bin noch nicht. Ich vergesse doch, ich weiß, ich muss da irgendwo mal schreiben. Keine Ahnung. Also irgendwann noch, kommt noch. Hä? Ach, geil! Morgengrau. Morgengrau hat genau das gleiche hier. Auch dieses Wolwig, durch vulkanische Geschichten natürlich. Wolwig Apfel, weil sie stehen und guckt den Stream dabei. Bei sich, bei ihr. Ich glaube, das ist ein Mädel. PT ist so schrecklich, Bram. Viel Spaß. Nein, PT ist überhaupt nicht schlimm. Nein. Überhaupt nicht. Was ist denn PT? Ich will dazu gar nichts sagen. Ab brutal. Elfling sagt, PT ist toll. Ist es auch. Es ist für mich das krasseste Horrorspiel. Also, Pineview Drive ist für mich das, was am meisten an mir gezerrt hat. Muss ich immer noch sagen. Und ich spiele ja eigentlich ausschließlich, fast ausschließlich nur Horror. Das hat mich halt auf die Dauer total fertig gemacht. Die Atmosphäre hat mich halt total fertig gemacht. Weil es ja auch immer schlimmer wird, Frank. Und PT ist halt das, für mich das ist bei mir auf Platz 1. Und möchte ich nicht nochmal spielen. Möchte ich nicht nochmal spielen. Nicht unbedingt. Das war übrigens mein Bauch gerade. So, ich hopp's mal ins Bett. Gute Nacht an dich und allen Leutchen hier. Viel Späßchen noch. Ja, Curry, dann mach mal. Du hast bestimmt vor den Jetlag. Obwohl, ist eigentlich ganz gut, wenn du meine Nase juckt. Wenn du jetzt ins Bett gehst. So, doofen Lot. Also, wir spielen auch nicht mehr so lange, ne? Es dauert noch 3 Minuten, dann fangen wir an zu spielen. Ja. Ach, schön. Ich mag das.
Curry, du geile Sau. Curry, gute Nacht. Also, das stand da. Ich habe es nur vorgelesen. Lalala, ich habe nichts gehört. Palmio Drive ist ein munter, lustiger Wachsmalstiftsimulator. Ja, fang, das ist es. Nein, du tatst mir einfach so leid. Mann, ich kann da gar keine Witze drüber machen. Ach, schön. Dann gute Nacht, Zebra. Gut, dann noch mal an alle, die jetzt schlafen gehen. Wir spielen jetzt gleich Outlast auf Hardcore durch. Natürlich komplett. Nein, nicht durch, aber wir spielen es mal an. Ich könnte es eigentlich dann in den Streams immer am Ende vielleicht dann noch mal. Das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Könnte ich immer so ein bisschen Outlast weiterspielen. Zeig mal bitte deine Augen. Warte. Moment. Ja. Augen. Augen, ganz, ganz normal. Mit weiß und grün. Der Arme fangen dauernd hacken sie auf ihn rum. Nicht, dass er das gewohnt wäre. Boah. Ich habe irgendwie Bock, jetzt einen Stream zu gucken gerade. Ich bin manchmal komisch. Manchmal, während ich stream, denke ich mir, boah, ich habe gerade voll Bock, einen Stream auf Twitch zu gucken. In so ein. Oh Gott, das sieht ja schrecklich aus. Jetzt kam das erst. Ah! Boah! Facecam aus bei Outlast? Erträgst du so viel Horror nicht? Ist es so schlimm? Ja, bei Horror lasse ich es ja eigentlich immer an. Partner, schreckst du gerne Leute? Nein, es ist immer umgekehrt. Bin immer diejenige, die erschrocken wird. So, jetzt ist aber. Was ist denn jetzt hier los? Wie lange dauert das noch? Ah, nicht mehr lange. 48 Sekunden. Ich schwör, wirklich. Nam, nam, nam. Aua, aua. Wo ist der Chat? Da ist der Chat. Oh, ja, ich würde es gern vorlesen, Merle, aber ich will den Fang nicht spoilern. Mach doch bitte Pandoria. Einfach einen Stream schauen. Ist doch auch mal was. Ja, beim Essen meistens. Und ich habe gerade Hunger. Was? Deswegen habe ich es gesagt, weil ich beim Essen meistens Streams gucke. Deswegen, scheiße. Jetzt hat sich das so eingebürgert. So, Patrick geht auch schlafen. Auch gute Nacht, Patrick. Das ist sehr vernünftig. Das sind Brams Männertitten im Titel. Der hat keine Männertitten. Ich habe Männertitten. Das sind meine Männertitten im Titel. La la la. Jetzt aber. Outlast. Outlast. Ich werde Outlast starten. Ich werde es jetzt so tun. Spielen ein bisschen Horror, wie immer. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Nein. Warte, lass ich das noch kurz hier. So. Dann gucken wir jetzt erstmal, ob es läuft. Spielt sich GTA 5, das ist gelogen. Ey, da steht oben Outlast, oder? Habe ich das nicht eingetragen? Doch, da steht oben Outlast. Du alter Poop. Es knurrt mein Magen echt scheiße. Oh Mann. Ich glaube, es liegt am Twitch-Logo. Schon wenn ich das sehe, fängt mein Magen an zu knurren. Outlast wird übrigens gerade gestartet. Das dauert ja immer ein bisschen. Royal Redstone schreibt Penis. Ja, Penis. Fragezeichen. Jetzt wollte ich aber schon sagen, Kehler. Jetzt wollte ich aber schon sagen. Outlast wird gestartet. Es startet noch. Dankeschön. Da, jetzt sagen mir Leute mal, dass sie dieses Kimono-Ding gut finden. Ist doch gar keine schlechte Entscheidung. Hat 12 Euro gekostet. Haben sie die 12 Euro ja gelohnt. Das Blöde ist, ich gehe mal in so einen Billigladen hier in Köln. Der ist relativ nah am Dom. Oh, jetzt fängt es an. Ja, Zugriff zulassen. Und, oh, jetzt, also, herzlich Jungen. Und ich bin eigentlich nicht so, also ich sag mal, ich könnte es mir auch leisten, nicht in so Billigläden zu gehen, aber die haben halt immer die toll, die Sachen, die mir gefallen, mit den Kragen und den Blümchen und so überall. Warum erzähle ich das? Optionen. Moment, Spiel kommt gleich sofort. Okay, dann muss ich gar nichts mehr machen. Ja, ihr Bild, ne? Für Cowboy und Björn.
Dankeschön. Okay, wir gehen auf ein neues Spiel. Mett mit Honig und Zwiebeln. Und bitte glaub mir, es schmeckt wirklich gut, wenn du dir Mettbrötchen machst mit Honig, kein Salz, kein Pfeffer und Mettbrötchen mit Zwiebeln und kein Salz, kein Pfeffer und du machst ein bisschen Honig oben drauf und auch nicht diesen hier den Wildblütenhonig. Das ist echt lecker, also nicht zu viel, sondern nur ein bisschen. Das passt einfach total gut zusammen. Warum glauben mir das die Leute nicht? Mann, wollte schlafen. Und Vanessa, geh ruhig ins Bett, geh ruhig ins Bett. Wir haben das ja schon gespielt und wir spielen das jetzt einfach. Nochmal, also nicht nochmal durch, aber wir spielen es halt nochmal auf hart. Nein, wir spielen es auf Wahnsinn. Keine Speicherpunkte, wenn du stirbst, geht dein gesamter Fortschritt verloren. Und du musst ja von vorne beginnen. Bist du bereit zu leiden? Na komm, wir können jetzt eh, wenn wir tot sind, sind wir tot. Das ist super für den Stream. So. Wann gedenkst du auf Start? So, hetz mich nicht. Ich lass mich nicht hetzen. Da kannst du so viel schreiben, wie du willst. Ich lass mich nicht hetzen. Hast du rote oder braune Haare? Ich habe eigentlich blonde Haare. Also so dunkelblond bin ich eigentlich. Ich habe die dann immer gefärbt und irgendwann durch einen Unfall waren die dann so hellrot und dann habe ich mir die wirklich so getönt und gefärbt in diesen hellrotbraun. Und ich weiß nicht, was es gerade ist. Es ist so ein Wischiwaschi. Keine Ahnung. Fortfahren. 5 Minuten gebe ich ihr. Ich gebe dir jetzt, du wirst sehen, dass ich das nämlich total gut kann. Salazar. Wir kennen das ja schon. Ah, hallo Tiroler! Hallo! Mit Minecraft mache ich noch. Kommen nämlich ein paar Minecraft-Community-Spielchen bald. Oh, Nitrado hat mir den Server zur Verfügung gestellt, deswegen sollte ich es auch endlich mal nutzen. Und bin da aber noch so ein bisschen am Einrichten. Weißt du, im Let's Play habe ich mich hier in den Rückspiegel ab und zu gemacht, so als total krassen Horror-Schrecken. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel so sehr, das glaubt ihr gar nicht. Und das ist auch eins meiner Lieblingsspiele. Miles, Miles. Also ich rushe jetzt durch. Wer das Spiel nicht kennt, ihr findet das ganze Let's Play auf meinem Kanal. Zu dem Zeitpunkt. Ach nee, ich kann. Wenn ihr euch nicht spoilern wollt. Ja, wir heißen Miles. Wenn ihr euch nicht spoilern wollt, dann schaut am besten nicht weiter. Kurze Warnung, bitte. Es kann jetzt wirklich, es kann zu Spoilern kommen, definitiv. Und jetzt überlegt mal, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade hierher laufen, wissen wir schon, was gerade jetzt gerade da drin vorgeht. Und vor allem ist der Pupi-Mann noch da. Pi und Mel sind auch da. Sind alle noch da. Ah. Ja, ich merke nur nichts vom Wahnsinn. Hör auf. Wie macht man das denn nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie war das denn nochmal? Du klinke Maus, das so und eine. Ah, okay. Gut, so war das. Pi kann bestimmt gut rechnen. Ja. Es fällt Menschen nach. Oh, sie sind schon da. Ach Mann, das war voll blöd. Die Geschichte hat mich echt. Ich fand das einfach so traurig. Ich werde euch alle töten mit meiner Kamera. Es haben da. Ja, Nati ist auch da. Es haben nach einem Jahr oder so, nach meinem Let's Play, erstmal Leute verstanden, wieso Pi und Mel heißen. Das fand ich eigentlich ganz, ganz witzig. Ich weiß, wo ich hin muss. Und hoch da. Okay, das haben wir ja gemacht. Schön, dass man hier alle Finger hat.
Ich hab's echt vermisst. Ich find's doof, dass ich alles schon kenne. Aber ich werde mich sicherlich trotzdem verschenken. Ja, ja, stimmt. Upsala. Was ist denn hier los? Seid ihr noch gar nicht? Nein. Also auch an die Leute hier, Funk und sowas alles, wenn du dich, wie nennst du? Was gehört's mir, P? Ja, Funk. Nee, die, auch wenn die Mods und so, wenn die nicht, sich nicht zu spoilern wollen, dann bitte, bitte nicht. Also, warte mal, ich muss doch gerade überlegen, wie habe ich das denn gemacht? Ach ja. Ja, wir spielen gerade auf Wahnsinn. Das heißt, wenn wir sterben, dann sind wir wirklich tot. Ja, was ist denn da passiert? Wer war das denn? Gehen wir doch mal glatt mit. Die Dokumente lassen wir ja natürlich jetzt erstmal aus. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Es ist aber nicht nett. Da war die Currywurst wieder und hier bin ich. Schön. Ach ja, wie haben wir es doch vermisst. Es ist so schön, ich bin nie hierher gegangen, ne? Ach, da ist auch gar nichts. Boah, und ich hatte so ein Mitleid mit jedem einfach. Ja, also nicht mit jedem. Es gab auch Leute, aber vor allem auch mit Pupimann, weil ich kannte ja dann auch irgendwann vor Whistleblower vom DLC die Hintergrundgeschichte von ihm. Es ist eigentlich gar kein Böser. Hier ist, glaube ich, eben... Nee, gar nicht. Wir werden dir nicht begegnen. Den Frauenmacher. Der gefällt mir eigentlich am besten, der Biss, den ich noch habe. Hey! Nicht erschrocken, nicht erschrocken. They killed us. They got out. Ihr seid das Militär. You can't fight them. You have to hide. You can't unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Nennen Sie mich Varianten, du Arsch. Ich bin immer für die Verrückten hier gewesen. Es ist der Pupi. Endlich wieder. Chris, warte! Was haben wir hier? Oh, sehr dunkel. Er ist runtergefallen. Oh. High five. Ja, die Sache ist, jetzt ist natürlich der Pupi-Mann. Ich weiß jetzt gar nicht, was passiert, aber ich glaube, ich weiß so ungefähr, was passiert. Ich glaube, wir sind gleich da unten. Fetty Mac, Fett, Fett. Ja, bei mir hieß der Pufi, Mann. Oh ja, Fetty Mac, Fett, Fett. Ah, schön. Funk, Grüße an dich und die anderen. Achso, das ist schon. Ja, das ist in Ordnung. Ich gehe mal hierher. Hier lang. Hier durch. Tschüss. Little Fake. Hey! Ach, Pupi, Mann, warum machst du das denn? Ist ja scheiße. Aber ich lebe noch. Oh. Wer war das nochmal? Ach, der Vater. Der Vater. Who are you then? Down the drain. Wer das DLC gesehen hat, down the drain.
I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ja, ich bin noch nicht tot, auf jeden Fall. Ich spiel voll gut. Boah, wie krass ich immer mich aufreg, wenn Leute echt Outlast spielen und nur so durchrushen, aber ich kenn's ja. Deswegen darf ich das gerade. Ich kenne es ja, ich kenne es ja. Trotzdem ist es gerade natürlich interessant, gerade nach dem DLC, dass die Vorgeschichte ist, jetzt nochmal hier so ein bisschen rumzulaufen und sich anzugucken. Ah, ich weiß, was hier so passiert ist. Ach so. Ist ja doof. Nachladen. Wie PNG-Hände. Also ich habe keine. Darfst du gerne nehmen? Läuft es denn bei euch auch flüssig eigentlich? Heute hatten wir ja noch gar keine Probleme mit den Rucklern, denn ich habe eine Sache ausgemacht. Bei der Puffergröße. Und es kann sein, dass es daran lag, dass sie letztes solche Hakler hatten. Da ist nur ein Dokument. Hm? Ja, ja. Ich weiß Bescheid. Nee, ich weiß Bescheid. Nein, es läuft eher gasförmig. Läuft gut, alles flüssig. Ich kenne dich, mein Freund, ich kenne dich. Tada! Und wir haben Jeffrey! Da ist er wieder! Lange nicht gesehen, Kumpel. Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Und er hat wieder fleißig gekaut. Ich habe mich vertan, das war Jeffrey. Entschuldigung, Jeffrey hatte ja keine Hose an und hatte irgendwie die ganz komischen, abgefransten Hoden. Das war Jeffrey, ein Armer. Hm. Tut mir so leid. Ja, Jeffrey! Jeffrey mit dem Hoden. Ach man, du Armer. Du bist ein ganz feiner, Jeffrey. Du bist ein ganz feiner. Oh. Ich frage mich, was das Militär halt mit den, also so, wir wissen ja halt immer noch nicht wirklich was über den endgültigen Ausgang. Also schon, aber wie es danach halt noch weitergeht. Und ich frage mich, was das Militär halt mit den Leuten hier gemacht hat. Der Rollstuhlmann, ja, doch, Leute, doch. Und du? Du hast mich mal aufgeregt, weil du noch so in Ordnung aussiehst. Nur so ein paar Schrammen da im Kopf und sonst nichts. Ja, doch. Doch. Ja, ich muss. Ich muss eigentlich gar nichts, warte mal. Doch, ich muss gleich. War das schon immer so mit diesem Geheule? Waren ja alles Kriegsveteranen, PTBS, kommt doch meine Story vor. Dein Stream leckt immer. Die Sendung, die sie gerade gucken, ist lehrreicher als Berlin Tag und Nacht. Warum geht der nicht auf? Hopp. Hallo! Ich glaube, der ist kaputt. Mann, der arme Kerl, der arme Miles einfach nur. Ich glaube, hier war noch unterm Tisch was. Ich habe es halt nur einmal gespielt, aber ich meine, ja, ich meine, da war noch was unterm Tisch. Wie komme ich denn jetzt am besten da dran? Der Mubot soll sich mal ein Beispiel an Elfen nehmen. Ja, Mubot?
Der Funk schreibt gerade, wäre langweilig, weil ich Outlast Glitchless in 48 Minuten spiele im Speedrun. Funk, du guckst hier nicht mehr zu, weil du wirst dich nicht zuspoilern. Du wirst gefälligst wirklich den Speedrun machen. Das ist ein Befehl. Ja, du bist ja ein Süßer. Ja, du bist ja vielleicht ein Süßer. Get them out, please. Mann. Ich hätte eigentlich auch mal gerne eine deutsche Synchro, wenn ich ehrlich bin. Ich erschrecke mich jedes Mal. Grabbeloper, geh weg. Nein, es ist kein Grabbeloper. Geh weg, ey. War das nochmal? Hier war es nicht, ne? Puh, Alter, ich habe mich trotzdem erschreckt. Ja, ich auch ein bisschen. Ich kann das ja, aber ich habe mich ein bisschen erschreckt. Ach, Miles, Miles. Armer Kerl. Miles, ich glaube, diesen Rollstuhl werden wir auch noch bald wieder sehen. Ich weiß gerade nicht wirklich wo. Ey, Toiletten waren auch nicht wirklich so toll. Ach ja, das war ja er. Zeuge. Hand? Wo ist denn der Typ, der seinen Hamster streichelt? Ich mach den Sound bei den Jumpscares immer ausschreibt, Patienten gerade, weil ich weiß, wann sie kommen. Ich hab mich erschossen, deswegen hänge ich hier so rum. Hier muss eigentlich auch irgendwas sein. Kann ich irgendwo hoch? Kann ich da rein? Nope. Also wir werden es auch trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht sterbe, nicht so lange spielen, denke ich. Weil er soll nicht so laut atmen. Oh, warte mal. Ich muss da gleich rein. Oder? They lie. So, ja, ist doch alles schön hell hier auf jeden Fall. Ah, ja, ja. Okay, dann werde ich meine Tastatur jetzt benutzen. Ich werde mich hier hinsetzen. Es dauert ein bisschen, ne? Ist aber nicht nett. Auf jeden Fall angenehmer als im Monstrum. Ach, Herr Puppimann. Du bist so missverstanden, du Arme. Ich würde sagen, er hat sogar den... Ja. Ja, geh. Geh, Pupi, Mann. Geh. Das ist besser für dich. Er hat den süßesten Po im ganzen Spiel. Aber da gibt es ja noch den Doktor. Dessen Kehrseite aussieht wie der Bohlen. Das ist so schrecklich. Oh. Ich bin ein Rebell. Ich habe keine Angst. Ich weiß jetzt ab jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich, was passiert, wenn ich ehrlich bin. Hallo. Guck
Dokumente. Wo ist denn der Pupi-Mann? Da können wir nicht rein. Hier. Hä? Was? Hä? Ach so! Ich bin so verwirrt. Ich werde den Outlast nicht sterben. Das geht überhaupt gar nicht. Was? Was? Da hinten wäre jetzt jemand. Dann gehen wir einfach mal nach unten. Das ist ja das, was man gerne in Horrorspielen macht. Oh! Ich sehe schon. Keiner! Oh, scheiße. Oh. Keiner da. Huch! Wenn ich mich hier hinstelle und da reinkomme, dann sieht er mich nicht. Theoretisch. Er kann mich nicht sehen. Bett, das ist Holger. Ist das Holger? Oh, shit. Nein, ich. Ja, das. Nein, das ist nicht gut. Könntest du das bitte nicht tun? Ich geh mal. Lass mich mal bitte durch. Ich mach diese Tür hier auf. Und sie wird nicht aufgehen. Tschüss. Oh. Das ist. Man muss bei solchen Sachen auch immer ruhig bleiben. Es bringt nichts, wenn ich mich jetzt hetze. Ich werde durch diese Tür gehen. Und dann wird er mich kriegen? Ja, es ist nur gut, es ist nur gut. Und es ist schwarz wegen der Kappe. Okay. Ja, komm, egal. Also ich glaube schon, dass ich das auf Wahnsinn durchspielen könnte. Aber ja, das war Outlast jetzt. Und jetzt machen wir aber mal langsam den Stream hier. Das ist scheiße. Scheiße. Boah, das fängt ja echt hier wieder an. Wie mies ist das? Das ist so ein neues Ziel nach Monstrum. Nach Monstrum ist das das neue Ziel. Okay, also. Wir machen jetzt Folgendes. Den Chat erstmal. Ey, komm mir nicht mit Feldoria. Ich habe auf Wahnsinn gespielt. So. Und jetzt gehe ich hier schon mal hin einmal. Oder, dankeschön. Toll. Ihr seid bekloppt. Ihr seid bekloppt. So, jetzt machen wir mal. Achtung. Ich werde es jetzt. Was ist das für ein komisches Video da? Ich werde jetzt einmal hier Folgendes eingeben. Was? Nein. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ich habe da. Ja, Dankeschön. Dankeschön. So. Also, erstmal Dankeschön, dass ihr beim Stream dann noch, wir haben jetzt 0:09 und dass da trotzdem noch so viele dabei waren. Vielen, 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 vielen Dank. Und, es gibt da noch etwas, was ich euch sagen will. Werbung? Moment, das ist Werbung. Moment, ich mache erstmal aus. Und ich glaube, ihr wollt es alle hören.
Bram Army, hey, hör auf, der Stream ist vorbei. Nein, es tut mir wirklich leid. Ja, Bram, ich muss dir nochmal schreiben. Komm gerade erst rein. Es tut mir leid, Nerdberge. Und danke, Natti, danke, Elflin und danke, Tiroler. Oder wie soll ich sagen? Keine Ahnung. Schöne Scheiße habe ich mir da eingebrockt. Aber naja, ich habe gesagt, in irgendeiner Minecraft-Folge war das mal Minecraft Together, glaube ich. Hatte ich versprochen oder hatte ich gesagt, ja, dass ich irgendwann mal karaokeparty.com anschmeiße und singe. Das ist die dümmste Idee gewesen, die ich jemals in meinem Leben hatte. Okay, warte. So blöd. Gestern. Hey, ich habe mein Ding gemacht. Kurz rauscutten. Gleich wieder da. Okay, Achtung. Every night in my dreams I see you, I Was ist das schönste Lied zum Rausschmeißen? feel. That is how I know you. Ach, Tobi, du Go bist einfach der Beste. Tobi, falls du das irgendwann mal sehen on. solltest, Far es ist bei jedem Stream von mir so, dass am across Ende du the kommst. Ach, distance and schön. spaces between us, you have come to show you. Go Oh Gott, na gute Nacht. Near, far, wherever you are, I Der arme believe Tobi. Hey, that von the Nati, bitte heart was? does Ich bin doch viel zu leise. go once Jetzt alle die Augen more, zumachen. you open the door and Ich habe keine Ahnung. you're here. My heart and my heart will go on and Oh Gott. Okay, warte. Eine Sache noch. Eine Sache noch für diejenigen, die jetzt echt so geschädigt sind. Und dann. Fische sind da und die Polizisten auch. Polizisten, was? Ich bin dumm. Oh Hier, Gott. mein kleiner Shelter. Oder mein Ich bin Lager froh, dass ich Feuer. sowas einfach nicht Da gemacht hinten habe. laufen Nachbarn rum und die werden immer teuer. Der Kuchen schmeckt gar nicht so Ich bin schlecht, froh, dass aber Curry ich gar bin nicht mehr immer da noch, ist. noch nicht satt. Ich suche Essen, bis ich nicht mehr kann und ich hab's gleich auch mal satt. Beat ist cool, der See ist geil, das Wasser ist schön warm. Das Lagerfeuer ist noch an und die Möwe schwimmt hier. Nee, sie fliegt, sie fliegt, sie fliegt. Oh ja, der Beat. Oh ja, wie geil ist das denn, bitte? Wir gehen in der nächsten Folge zum Hai. Yeah. The forest. The forest. The forest, Curry. The forest. Curry, the forest. Hier bei der Forest. The forest, Curry? The forest. Total, the forest. The forest. Oh Oh ja. ja. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. In der nächsten Folge geht's ab. Hai, Yacht, Höhle sind wir. Und unsere Flares, die sind auch da. Hier bei der Ist Forest. so süß einfach. The Forest.